Lieber Freund, hier ist euer Steinballen. Ja, und hier im Mantalsystem, hier war der Ort dieser großen Schlacht, dieser großen Niederlage, dieser tragischen Niederlage der Föderationsflotten, so muss man sagen. Wir, die Unopia-Flotte, die Unopia-Schutzflotte, wollte den Zygarden zu Hilfe kommen, wurden aber dann ja, von der Flanke erwischt, ohne dass wir das gesehen hatten, aber gut, wir hätten eh nichts tun können. Und nun ist ja über die Hälfte unserer Schiffe zerstört worden. Wir können uns hier nochmal die Flottenkampfstatistik ansehen. 15 Korvetten, ein Schlachtschiff, ein Plündererschiff, zwei Zerstörer, 7 Kreuzer vernichtet. Auf der Gegenseite wurden nur 7 Korvetten. Und sie hatten 23 Schlachtschiffe dort zur Verfügung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nun gut. Immerhin, Juan Situ lebt noch und sie ist irgendwo in den Weiten auf der Flucht. Sie wird irgendwann wieder zu uns stoßen. Was tun wir jetzt? Ich würde mal sagen, in so einer Situation, was würde man tun? Man würde sich darauf vorbereiten, dass hier irgendwie der Gegner zu, ja, auf dem Planeten wieder landet. Insofern denke ich, werden jetzt alle Ressourcen da hineinfließen, dass wir das irgendwie verhindern. Wir werden unsere Armee hier entsenden in die Heimat. Und zwar, ich denke mal, auf die Erde. Da gehört sie, glaube ich, hin. Also ihr bitte hier die Armee landen. Und wir werden auch alle anderen Armeen, die wir jetzt noch gerade gebaut haben, alle zur Erde schicken. Und dort landen. Also wenigstens das muss versucht werden, dass die Erde nicht wieder besetzt wird. Diese kurze Zeit war eine Zeit des Schreckens. Dessen bin ich mir sicher, die alle hier noch in bester Erinnerung haben. Oder besser gesagt, in schlechtester Erinnerung haben. So, was machen wir weiter? Ich würde mal sagen, dann werden wir in Pytam außerdem noch einfach wie wild Verteidigungsarmeen bauen. Weil es sich so gehört. Und wir werden auf der Erde, glaube ich, weiter mit psionischen Armeen arbeiten. Ne, jetzt sind wir hier. Da haben wir ja auch unsere Psio-Station. Ich weiß gar nicht, haben wir da irgendwas gebaut? Zitadelle des Glaubens? Wir können das ja nur auf hier auf unserem. Ich glaube, wir haben das nicht gebaut. Das ist jetzt die große Frage. Was nehmen wir dafür weg? Ah, nehmen wir die Paradieskuppel weg? Nee, ich glaube, wir nehmen so ein Bergbaunetzwerk. Wir ersetzen das durch Psychos, genau. Ja. Was bringt das eigentlich? Frage ich mich gerade. Bringt das nur den Unruh-1-Modifikator? Unruh-10 oder bringt das noch andere Dinge? Weil wenn das nur das bringt, ist mir das fast ein bisschen zu schade, diesen wertvollen Bauplatz auf der Erde dafür zu verwenden, weil ich meinte, aus rollenspielerischen Gründen müsste man es eigentlich machen, als zentralen Ort, und da wir den nur hier bauen können, ist doch so, ne? Die Psychos, ja, ist ein reichsweit einzigartiges Gebäude, habe ich ja gelernt, kann man nur hier bauen. Ja, Leute, dann machen wir das. Ich würde aber auch gerne auf der Erde einen planetaren Schildgenerator bauen. Ich weiß nicht so recht, was wir dafür dann wegnehmen. Es ist mir alles so wertvoll. So ein Labor vielleicht? Machen wir das mal. Okay. Soweit, so gut. Mehr ist jetzt nicht zu tun. Da hört ihr noch die letzten Explosionen unserer Flotte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn das hier? Das ist das Wenn-Mandat. Die haben irgendwo noch 5000er Flotten durch die Gegend fliegen. Das ist ja ein Ding. So, ich hoffe, unsere Armeen werden nicht irgendwo belästigt. Oh, was ist jetzt los? Ah, hier haben wir noch einen letzten Angriff auf so eine Wurmlochstation. Ich denke mal, sie gehen weiter hier auf Tour, würde ich mal sagen. Wir bleiben noch einen Augenblick bei ihnen.
diese hier wehrlose Station vernichten. Das ist unsere Rache. So. Okay. Wo fliegen wir jetzt mit ihnen hin, mit der Sonderflotte? Vielleicht hier, ins Feindgebiet. Hier gibt es ja offenbar einiges, was man tun kann. Also, wo ist denn hier die Station? Ich sehe sie nicht. Da ist die Station. So, bitte. Das erledigen. Okay. So, und dann wollen wir mal schauen, wo die Gegner jetzt auftauchen. Werden sie wieder nach Volonis fliegen und dort Wache halten oder werden sie irgendwas anderes tun? Wir haben die nächste Technologie, Durastahlpanzerung, erforscht. Dieses starke und dennoch dehnbare Material kann selbst schwersten Gewalteinwirkungen widerstehen. Aus diesem Grund ist es gut als Schiffspanzerung geeignet. Ja, das hoffe ich doch, dass es dafür ist. So, was machen wir als nächstes? Wir sind wieder dabei, hier möglichst militärische Dinge zu erforschen. Die nächsten Geschwader. Schadenkinetikwaffen brauchen wir nicht. Oder wir machen mal die gegossenen Kristallplatten. Die können wir vielleicht in den Schlachtschiffen oder so einbauen. Das wäre vielleicht mal was. Okay. Auf der Erde. Wir bauen ja hier gar nichts. Psionische Armee wollen wir doch haben. Können wir gleich zwei machen, damit wir es nicht vergessen. Ah, das ist wieder unsere Spezialflotte. Okay, die macht ihre Sache. So. Da werden jetzt die Verteidigungsarmeen gebaut ohne Ende. Wollen wir jetzt woanders weitermachen mit den psionischen Armeen? Ja, ich denke einmal noch und dann sollten wir uns vielleicht mal langsam um die Planeten kümmern. Achso, die fliegen hier Station zu Station ab. Was ist das denn hier noch? Ach, das ist nur so eine kleine Tuxkan-Flotte. Kein Problem. Noch herrscht immer 3% plus Kriegsstand für uns, weil wir da unten diesen Planet besetzt haben, den wir jetzt schon wieder verlassen haben. Tja, wenn die Inaris nicht in der Lage sind, ihren Vorteil irgendwie auszunutzen und uns Planeten abzunehmen, dann nützt ihnen dieser Sieg gar nichts. Das kann man ja schon mal festhalten. So. Auf der Erde sind jetzt schon einige angekommen, aber noch nicht die große Flotte. Jetzt ist hier die nächste Station dran. Sehr schön. Wollen wir dann uns vielleicht sogar mal trauen, hier nach Polygar zu fliegen? Wenn wir die erledigt haben. Mal gucken, auf was wir dort treffen. Wir fliegen einfach mal in das System. Mal schauen. So, wir sollten uns aber vielleicht ein bisschen um die vernachlässigten Planeten kümmern. Ich denke mal nicht um Pytham, das lassen wir einfach mal so laufen, aber um die Hinterlandplaneten, so nenne ich sie jetzt mal. Hier ist bestimmt einiges zu tun. Hier können wir zum Beispiel mal ein Upgrade machen. So, und wo entsteht hier gerade einer? Da haben wir gebaut. Das ist alles soweit in Ordnung, sehe ich gerade. Ist ja erfreulich. Dann können wir mal hier was entfernen. Das ist gut. So, auf Bradham. Aber hier ist mehr zu tun. Jawohl. Das Gebäude werden wir verbessern. Das werden wir verbessern. Das werden wir verbessern. Und stehen hier Leute auf Geländefeldern ohne Gebäude? Ja, tun sie. Bradham, was machen wir mit dir? Wir haben hier viel Energie. Haben wir eigentlich schon... Wartet mal. Haben wir schon... Ach ne, wir haben eh keine Mineralien, dann unterbrechen wir das Thema erstmal. Wir können, glaube ich, ein bisschen schneller machen. Ich habe so das Gefühl, jetzt wird im Moment gar nicht so viel passieren. Ist, ja, die Schutzflotte ist wieder da, hervorragend. Die muss erstmal natürlich repariert werden. Und was haben wir hier? Feindflotten in der Nähe. Aber nur ganz kleine, oder? Was ist denn das hier? Das ist
die Tuxkan. Die bombardieren da mit einer Korvette oder was machen die da? Ich würde mal sagen, die greifen wir an. Mal gucken. Wollen wir vielleicht sogar mal hier bleiben? Oh, die haben da sogar ein Kolonieschiff stehen gehabt. Die fliehen jetzt erstmal. Oh ja, wir haben ja schnelle Geschwindigkeit. Gut, das war's. Das heißt, wir kriegen tatsächlich noch die... Oh, 13 Armeen der Tuxkan kriegen wir hier noch erledigt. Das ist ja super. Falls sie nicht wegspringen. Und, oh, jetzt kommt ein wichtiger Moment. Wir haben die nächsten Traditionen verfügbar. Was wir alles hier in so einer schwierigen Kriegsphase machen können. Warte mal, wir verlassen das jetzt mal. Und, ne, hier ist die Flottenkampfstatistik. Die sind weggesprungen. Ja, schade. Mehr können wir dann wohl hier nicht machen. Lasst uns mal gucken nach den Traditionen. Eigentlich haben wir ja Wohlstand angefangen. Aber irgendwas behagt mir beim Thema Wohlstand nicht. Das war ja eine Entscheidung unseres damaligen Generalsekretärs. Ich finde, es ist sehr, sehr, sehr materialistisch und passt irgendwie überhaupt nicht so richtig auf die Linie, die wir hier anstreben. Na gut, vielleicht nur diese Seite nicht, aber irgendwas anzufangen, ohne es abzuschließen, ist auch blöd wegen der Aufstiegsvorteile. Das Streben nach Profit und so weiter, ist das Unopia? Na gut, andererseits, wir haben ja eine kapitalistische Gesellschaft. Das hatten wir, das ist ja schon durchaus so entwickelt. Bloß ein Sektor ist nicht marktwirtschaftlich organisiert, nämlich das ist der Nopisch-Handel. Der ist in staatlicher Hand. Insofern ist Wohlstand schon nachvollziehbar, okay? Wir haben es ja auch angefangen. Also wir setzen das hier fort. Dominierung und Vorherrschaft passt gar nicht und Ausbreitung würde vielleicht ein bisschen passen. Aber ehrlich gesagt ist die Phase der Ausbreitung zumindest, ja, was sozusagen jetzt die Breite betrifft, eigentlich vorbei. Also machen wir hier weiter. Standardbauvorlagen, das ist doch auch gut. Reduziert die Baukosten für Schiffe und planetaren Objekte. Was war das eben? Baukosten planetar, ja, minus 15%, hervorragend. Während die Technologie immer fortschrittlicher und komplizierter wird, sieht sich unsere Arbeiterschaft mit neuen Anforderungen konfrontiert. Durch den Einsatz standardisierter Bauvorlagen können unsere Arbeiter an Bauprojekten arbeiten, ohne deren Feinheiten verstehen zu müssen. Das ist doch immer gut. Gut, wir haben wieder ein bisschen Mineralien und sollten was tun. Wir haben hier noch keine 10 Einwohner, deswegen geht das hier nicht. Aber wir müssen hier natürlich was bauen. Lohnt sich hier ein Energiehub? Wir haben hier ganz wenig Energie. Dann bauen wir hier ein Kraftwerk. So, hier bauen wir die Paradieskuppel. Gott, wir haben hier überhaupt nichts gebaut. Wahnsinn. Total vernachlässigt. Da bauen wir hier normale Farmen. Grenzklinik ist immerhin gebaut worden. Gibt es irgendein Sondergebäude, was wir hier vielleicht noch hinsetzen sollten? Ja, natürlich. Die autochthonen Monumente und so weiter. Da kommst du dann bitte hin. Und das reicht, glaube ich, auch erstmal. Okay, Schutzflotte ist repariert. Soweit, so gut. Alle haben was zu tun, außer in Pythamen. Was ist das? Eine Flotte im Gefecht. Ah! Die Transporter sind wieder da. Erstaunlich. Leider können wir die nicht so schnell erledigen, wie ich mir das wünsche. So, wir bauen hier weiter. Schaut mal übrigens, hier ist General Bufkin noch mit der ganzen Zygan-Armee. Die sind im Orbit von Pythan Prime. Ich weiß nicht, was sie da wollen. Es wäre ganz cool, wenn sie eigentlich landen würden und nicht da im Orbit sich aufhalten. Aber okay, wir bauen weiter wie blöde Verteidigungsarmeen. Wir haben ja gesehen, die sind das letzte Mal hier mit, keine Ahnung, 40, 80 Armeen gekommen. Deswegen haben wir auch keine Hemmung, hier gedankenlos Verteidigungsarmeen weiterzubauen. Auf Volonis. Situation Log updated. Können wir das eigentlich da selber machen? Ich glaube nicht, ne? Das macht, wenn denn, der Sektor, oder wie war das? Armeen? Nee, wir können das hier auch machen. Oh Leute, dann lasst uns das hier auch machen.
Ihr könnt auch mal die WEM mithelfen. So, was haben wir hier? Der nächste Flottenkampf. Ah, jetzt werden... Da sind schon wieder Transporter. Was ist denn da los? Und übrigens, da sind Spezialprojekte. Das heißt, wir können unser Forschungsschiff auch mal ein bisschen wieder ausschicken. Sehr schön, das lohnt sich ja. Gut. Wir waren gerade dabei, dass wir auf Volonis... Nee, das ist Furut. Dass wir dort auch einfach Verteidigungsarmeen noch bauen. Wer weiß, vielleicht können wir das ja doch verhindern. Legen wir mal hier die 7 hin und... Achso, wir hatten das schon in Auftrag gegeben. Alles klar. Dann kann es weitergehen. Auf Graz ist gleich die psionische Armee durch. Bauen wir mal die nächste. Was ist hier? Das WEM-Mandat hat die Itztran zum Rivalen erklärt. Okay. Und die Sonderflotte hat keine Aufgabe mehr. Das müssen wir ändern. Aber wieso? Hier ist doch noch die Transportflotte. Die springen immer raus und kehren dann wieder. Das ist echt irgendwie total verrückt. Ich verstehe das nicht ganz, was der Sinn dieser Aktion ist. Warum wir nicht in der Lage sind, die auch mal fertig zu machen. Ist auch irgendwie frustrierend. Ja, doch, wir kriegen... Jetzt springen sie wieder, aber ein paar Schiffe kriegen wir immer. Naja. So. Dieser Krieg, der nimmt kein Ende. Der wird als... Ja, ich weiß nicht. Wir müssten mal direkt nachgucken, wann der Krieg angefangen hat. Oder sehen wir das hier? Begonnen 93. Ja, tatsächlich, wir sehen es. Also fast schon 10 Jahre tobt dieser Krieg. So, die Sygan haben sich tatsächlich wieder gesammelt mit fast der gleichen Flottenstärke, während wir gar nichts weiter Neues beitragen. Construction complete. Vielleicht sollten wir das auch mal wieder tun. Ein bisschen was aufbauen hier. Was haben wir vor allem verloren? Wir könnten neue Kreuzer bauen, denke ich. Ja, das sollten wir mal machen. Ein bisschen was tun. So, auf Bradan wird gar nichts getan. Gar nichts gebaut. Unfassbar. Ich guck mal, hier haben wir gerade alle Spezialgebäude schon gebaut. Ja. Energiehub. Hier würde sich vielleicht doch eher ein Energiehub lohnen. Genau. Das bauen wir auch jetzt. Und zwar hier hin. Gut. Ach, wisst ihr was? Wir haben ja eh Flottenkapazität 71 von 184. Wir werden jetzt mal die galaktische Armada mal wieder deaktivieren. Den Einfluss brauchen wir jetzt nicht zu verschwenden. Das ist Unsinn, Leute. So. Die sind ja so spottbillig. Lasst sie uns bauen. Oh, und ein Admiral erlangt Eigenschaft. Ja, Yuan Zitu ist jetzt Flottenlogistikerin geworden. Okay. Was hat sie denn insgesamt jetzt? Vorsichtig und Flottenlogistik. Ach, vorsichtig heißt Waffenreichweite plus 10%. Das ist natürlich nett. So, wir haben einiges erforscht, Trümmer analysiert. Sehr schön. Da ist sogar noch mehr zu erforschen. Umso besser. Dann weiter. So, hier werden Verteidigungsarmeen gebaut auf der Erde. Das sehr gut. Oberfläche, Graz. Was ist zu tun? Hier können wir ein Upgrade machen. Hier bauen wir auch weiter. Angrenzungseffekt, lohnt sich das? Plus 1, aber nur in eine Richtung. Ich glaube, das lohnt sich dann eher nicht. Bergbaunetzwerk. So, und Bradham, hier ist wieder nichts zu tun, aber hier können wir upgraden, sehr schön. Wunderbar. Und die nächsten Trümmer sind analysiert worden, damit hat das Forschungsschiff, glaube ich, jetzt nichts mehr zu tun und kann zur Erde zurück. Ins Sonnensystem.
Construction complete. So, Unopia liegt in Etzgeron. Wir werden mal uns nach Kratz ein bisschen verdünnisieren. Wir haben die nächste Forschung, die gegossenen Kristallplatten. Irgendwann müssen wir nochmal unsere Templates durchgehen, ob wir da was verändern sollten. Vermutlich ja. Durch das Eingießen kristalliner Materie in Panzerplatten können wir die Belastbarkeit unserer Schiffsrumpfe weiter erhöhen. Gut, neue Forschung. Das geht zügig hier bei dir. Was machen wir? Schadenträgergeschwader? Feldproduktion? Oder Urilium-Erz? Das brauchen wir nicht. Das ist jetzt alles schon ziemlich teuer. Quantenraketen. Wollen wir in die Raketentechnologie einsteigen? Ich weiß ja nicht. Nö. Ich würde mal sagen, dann werden wir hier Mineralisolierung machen. Das scheint mir jetzt hier am sinnvollsten zu sein. Von all den Dingen. Okay, Leute. Dann erst einmal an dieser Stelle eine Pause. Es scheint so, als würden die Inaris uns nicht weiter behelligen. Und was sehe ich hier? Die Zyganen sind da schon wieder nach Mantal geflogen. Können die, lernen die nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Schaut euch das an. Die Geschichte wiederholt sich. Aber diesmal ohne uns. Und ich glaube, es war gut, dass es ohne uns sich wiederholt. Was ist das denn hier bitte? Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, oder? Achso, das ist noch der Rest aus der Schlacht, die wir hier sehen. Okay, Leute, gut. Schaut mal, das ist hier überall noch zu sehen. Naja, das soll uns jetzt nicht nervös machen. Also das ist verrückt. Das kostet natürlich auch immer Kriegsstand und so. Also wirklich. Sind die selbstmörderisch? Und vor allem, was wollen die dort in Mantal? Ist da irgendwas Besonderes? Naja, immerhin lenkt es die Inari ab. Sie kommen nicht mehr zu uns. Das ist erfreulich. Wir können uns eigentlich ganz gut weiterentwickeln. Aber natürlich droht das Damoklesschwert dieses Krieges. Laufend hängt das über uns. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.